Dass die Ja, uns ich nicht auf den Sack zieh. gehen, die Pisser, Mann. Oh Gott, Was ja, läuft können mit wir bitte. dir? Ja, okay. Also. Oh mein Gott. Ey, ich hoffe, ihr habt genug Leute, ne? Ja, wir sind so, ich weiß nicht, 9 Leute oder so. Also ich habe da oben noch 5. Ja, das passt schon mal. Wir haben keine Angst vor Ja, dem Pisser. und dann lass uns da mal. Also fahrt bitte auf unseren Hof. Ja, klar, Fahrt Mann. bitte direkt rein, ne? Nicht auf der Straße stehen bleiben, sondern direkt Nee, reinfahren. nicht Jack Ryan, Mann. Doch, natürlich, zeigt nicht, dass ihr da steht. Dann stellen die wieder irgendwelche Autos irgendwo hin, das ist doch Ach schwul. so, ja, wir fahren rein, aber wir fahren langsam, Mann. Wir kommen jetzt, bis gleich. Ja, Wie viel alles Geld klar. hast du jetzt mitgenommen? Warte. Wir treffen uns immer noch alle so schnell wie möglich beim ATM. Ich habe 1 Million dabei, sollte reichen für jeden. Ja, das Ich müsste denke reichen. schon. Willst du Raketenwerfer verkaufen? Geld gibt's bei dem Waffenladen gleich. Big Mama. Du Ich Pisserin. zahl Wie selber. gesagt, wir müssen kurz Nein, auf ich zahle Puma aus der warten, der Gamekasse, Mann. Kofschmerz. Tu dein Geld wieder weg. Azox, danke für dein Sub, mein Freund. Vielen Dank, Jo, ich habe willkommen. das Messer verloren, was du mir geschenkt hast, gehört es? Fix dein Neues. Und wie ihr die Information bekommen habt, die Vagos, die Baller sind oben bei den Russen. Hast du gerade gefragt, wie wir die bekommen haben? Nein, nein, ich habe gesagt, denk daran. Arnes Bambi, danke für deinen Zug, mein Freund. Der Opa ist nicht da, siehst du doch, Seba. Der ist weg, schlafen oder so. Und ich habe den Uni. Uni müssen wir vorlesen. Ach ne, ich habe vorgelesen. Okay, Jack, hey, ich bin niemals da und bring dich mal zum Lachen, du Pizza. Uni, du hast was verpasst, Mann. Guck dir die Video an. Riesengroße Keilerei hier. 740 Subs sind wir, damit ihr Bescheid wisst. Klar ist das, Und die Schwester, waren halt aber deshalb jetzt kaufen auch wir die gewohnt, scheiß mal Villa. direkt nach dem Studium. Sind Alle alle da. vollzählig? Alle da. Big Mama, komm. Babe, ich möchte bitte, dass du jetzt offiziell sagst, dass wir zusammen sind. Zwecks der Bruder, gemeinsamen Bruder, was Liebe schon wieder alles abgeht. zu Fußbildern. Bisschen, du Kätzchen. Okay, Chat, hört mir zu. Ich bin eine liebevolle Beziehung mit Uni Kann das nicht eingegangen. eigentlich mal Wir hellhören, schicken uns Alter? gegenseitig Bilder von den Füßen. Und manchmal knutschen wir auch und gucken meistens immer Titanic. Zusammen im Bett, Döner, damit ihr Bescheid wisst. Aber trotzdem liebe ich die Bella auch noch. Jeder, der Kohle braucht, zu mir draußen. Mach vernünftig eine Reihe, einer nach dem anderen. Wer Geld hat, verpiss dich. Ach, diese Apfelkuchen. Komm, Big Mama. Zu mir, Big Mama, links. Aua, immer die Tür zu. Oh. Hast du bekommen? Ja. Braucht noch einer Geld? Okay, das deute ich als Nein. Denver? Ja. Wie toll ist die Präzisionspistole? Weiß ich nicht, die gibt's aber hier nicht. Hey Mann. Überleg, ob ich ihn dir noch kaufe. Ja, die ist Gold wert, Mann. Damit habe ich eben so viele Headshots verteilt wieder. Ich muss wieder zur Bank, weil ich habe 400.000 bei. Was für ein Abend, Mann. Scheiße, wer geht weiter? Der ist noch lange nicht Ende, mein Wenn Bruder. ihr euch fragt, Mann, warum wir Nacht ist zwei noch Pistolen jung. kaufen, weil manchmal sind vorher Also gefälschte. jetzt wieder Wieder zur zur Bank und Bank dann und dann zu zum Schwarzwasser hoch, Schwarzwasser hoch, ja? ja? Ja, richtig. Manchmal sind vorher gefälschte, die Oh, dauern so lange, Mann, dass du was keine ist Munition mehr hast. Ihr könnt doch kurz hier warten, ich fahre mit den Jungs. Dreht die Bonuskamera? Was sagst du?
dachte, die Borderskarre dreht. Rafia, bibi, hab dich ganz doll lieb. Küssi mein Kissen, lass uns gemeinsam Dragon Ball Curtis Babies machen. Okay. Du musst die Dragon Ball Lucy dafür benutzen, damit die Eier legt. Kopfschmerzen. Pass auf die Kamera auf. Nein. Holy fuck. Fuck. Der Herr Oni ist kein Weib, Mann, der ist Vollblut Männchen. Tu mir auch kein Trauer, mit wem flirtest du hier? Babys machen. Am Gerson Bolas Krieg, ja. Und der TJ, der Bolas Anführer, ist laut meinen Informationen zurückgetreten. Wen hat der Green gerade angerufen, die so über euch geredet hat? Das war die Frau Grün. Benutzt du inzwischen auf dem Real-Life-Schreibtisch einen Notizblock? Nee, ich merke mir das alles. Wird immer ekliger zwischen dir und Oni. Tommy Alcantara, riechst bei mir, lies nicht mit, du Pisser. Das ist privat. Kussi. Tom, ich komm gleich nach oben, Mann. Ey, Tom, hast du gebuffert? Bestimmt, ne? Ich hab voll Hunger, Mann. Lass mal nach Mc's nachher. Hey, der Lensch, der benutzt kein Twitch, Mann. Was ist denn hier passiert? Hallo? Hörst du mich? Kannst du mich hören? Ja, schön, ich wusste der Auto hin. Das ist da vorne gegen die Wand gedonnert. Take in the box, du schreibst hier niemanden rein. Der irgendwo streamt oder so, bitte. Wer fehlt jetzt noch von uns? Hallo? Wer war das, der noch fehlt? Ne? Wer fehlt jetzt noch aus unserer Recovery von der Kopfschmerzen gerade? Ich bin jetzt auch da. Könnt ihr? Demba am Kopfschmerzen. Wo seid ihr, damit ich gleich nachkommen kann? Vielleicht? Chopper-Dings, da wo man die Motorräder kaufen kann. Okay. Willst du wieder vorne rein? Jamal kommt da so schnell wie möglich hin. Kannst du das Radio ausmachen, bitte? Kopfschmerzen. Echt jetzt? Ja. Wir kommen dich gleich abholen. Danke, Bruder.
Oh, ich glaube, Carlos hat auch Kopfschmerzen jetzt. Hat er Kopfschmerzen? Was macht ihr denn hier? Rumstehen reden. Wo geht das Haus, Girlfriend? Das Haus? Nee, das wollen wir nicht. Hol die. Was? Den musst du einfach die Präzisionspistole noch holen. Na, ich hab die ja, aber die teilt sich auch die Munition. Ja, aber... Die Präzisionspistole und die Kaliber 50. Präzision ist für Dings, Distanz und die andere für Nahkampf. Oder ja, hier die Gefechts... Na, ist auch gut. Na, die habe ich alle drei. Ja, ja. Aber wo die teilen sich halt die Munition, bist du, ne? Ah, du bist eben davon gekommen, oder? Ja. Ist diese halt Gefechtskanone auch gut, oder wie? Ja, halt, die ist auch das nicht schlecht, mal. Auf Distanz ist die echt gut. Da kommen die Coppers. Sehen, sein Bike war aber am Qualm, Alter. Wer fehlt jetzt noch? Der Jeff, Big Mama ist da, okay. Alle da außer Jeff, ne? Carlos, glaube ich, noch. Carlos und Jeff. Curtis, hörst du mich? Ja, Jama, ich höre dich. Ich muss das kurz loswerden. Und zwar geht es darum, wer gerade eben bei der Vollsonnenwende niedergeschossen wurde und aufgehoben wurde, bitte kommt zum PD, sonst gibt das echt Ärger. Wurde jemand von euch aufgehoben vor den Medics vor der Sonnenwende? Nee. Ihr müsst das echt zugeben. Sonst könnten das Kifflons gesehen haben und dann war's das. Wurdest du aufgehoben, Gemma? Ja. Sonst deswegen niemand? Bin ich da, ja. Ich wurde niedergestreckt, hatte Kopfschmerzen und hab dann 15 Minuten bis Sonnenwende oben auf dem Dach gewartet. Ich stand da mit Hände oben und die Bullen sind an mir vorbeigelaufen. Die waren auch da oben mit Helikoptern alles. Die haben mich na gut wahrgenommen. Nach den Kopfschmerzen aber mich hat doch keiner aufgehoben, gar nichts. Musst du gucken, wie du das jetzt machst. Carlos, bist du wieder da? Jeff, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Komm dich abholen. Wenn der Carlos da ist, eintüten und ab nach Schwarzwasser. Ja, Bruder, könntest du mich vielleicht kurz bei der Garage rauslassen? Weil ich habe so das Gefühl, ich bekomme auch bald Kopfschmerzen. Vielleicht ist es dann besser, ich fahr selber. Weil ich hatte bisher noch keine. Gib dem Curtis mal Liebe für die geile Action hier. Hashtag verdient. Swiss60, dankeschön. Ja, man, macht mal Liebe, man. Was ist los mit euch? Let's go, man. Dreht mal komplett durch. Nein, dreckiger Pisser, Mann. Danke, Bruder. Sehr korrekt. Du weißt, wo wir sind, ne? Ja, Mann. Der scheiß Otto, Mann. Dieser Crackhead. Seit wann hat der eigentlich so einen dicken Sportwagen, Alter? Hat er den geschenkt bekommen zu seinem Geburtstag, oder wie? Der hat mit uns auf Leuchtrakete geschossen, ne? Das ist eine Schussankündigung. Aber der hat Kopfschmerzen, der Vollidiot. Der ist gegen die Wand gefallen. Das ist Instant Karma, Mann. Ne, hey, der hat die Wand gerammelt. Ist der Carlos wieder da? Ja. Wo okay, hat der Schwarzwasser ihr Sitz? Wirst du gleich sehen, Big Mama. Wir sind schon auf dem Weg nach Schwarzwasser, also mit Carlos hier und so. Denver, Cooper. Werde ich gleich sehen, ich bin alleine, ich habe keine Ahnung. Ich komm doch, Big Mama, bleib ruhig. Curtis, holst du mir vom PD ab? Kann ich nicht, ich hab den Wagen, ne, hab ich nicht, ich komm. Ihr seid richtige Genies, ohne Witz, Mann. Green, fährst du bitte zu Big Mama zum Dingshop? Waffenshop? Jo, mach ich. Holy fuck, Mann.
Wo bist du, Gemma? Vor dem LSPD können. Komm, spring direkt rein. Mach die Hupe aus da! Da, ich glaube, ihre Hupe ist kaputt. Oh, nee, ich hab nur auf Gemma gehört. Pass auf, bitte. Ey! Ich hab gesagt, du sollst aufpassen, Mann. Hupen so halt. Hört es, jetzt aber, jetzt sei mal nett hier. Machst du bitte Musik aus? Ich bin ungeduldig, Gemma, du Pisser. Der war Pisser, Mann. Ich sag zu dir, pass auf, Mann. Wer war das? Das war eine nette Frau vom FIB. I don't give a fuck, wer das ist, Mann. Wieso nicht so nah an der Cover, Mann? Wir haben uns eilig. Was hast du vor, Mann? Was willst du? Wir sind schon seit einer halben Stunde hier im Klären, dass wir losfahren können. Ja. Mach mich nicht doof an. Mir Marker setzen soll. Big Mama, über die Dings, warte. Über dem Supersportwagenhändler, ne? Also Sportwagenhändler, hörst du? Ja. Das ist ja dieser ganz große See oben, ne? Das ist doch die Schleife. Ach, das ist der Irrsitz. Ah. Ja, da fahren wir hin und auf der linken Seite ist die Villa. Komm. Ist das das Anwesen mit dem Pool und dem Sprungbrett? Ja, hä? Hallo, rechte Anwesen, oder nicht? Ich denke, ist auch Russen. Stimmt, Mann. Das rechte Anwesen. Hast du uns gerade... Erstmal zu den Russen locken. Denver, wo seid ihr? Jetzt kommt nur so bei den Russen. Keine Antwort, mal wieder, wie immer. Wir sind kurz vor der Villa, Curtis. Geht doch. Wartet auf uns, ne? Wegen die Russen ja, und ja, so. Ja, wir warten hier. Übrigens, ne, ich habe jetzt gesagt, dass keiner von der Bro Street das war, ne? Das, also die hatten nicht, keine Sonnenwände und so weiter, ne? Keiner wurde aufgehoben von euch. Wurde doch keiner. Wie gesagt, ich stand da noch. Ja, echt, ich hoffe das auch, dass für euch, weil die nämlich übelst angepisst war, dass kein nur ich da war. Ja, ich bin im Krankenhaus. Weil die haben so viele aufgehoben. Ja, die, ich habe halt gesehen, die haben unten aufgehoben. Ja, Herr Lynch, wir sind auf dem Weg. Okay, bis gleich. 2 Minuten. Ich hab auch so also so mit Hände hoch und so, damit die mich nochmal abknallen oder sonst was. Aber nix. So. Einmal mit vorbei, so wie ich Luft hier. War sogar ein scheiß Helikopter, Mann. Scheiß und ein paar scheiß Hunde. Ja, ja. Ja, die kommen echt, mit alles. Sniper, Helikopter, Hunde, ja, Langwaffen, Sniper, Panzerfaust, die kommen mit alles, Mann. Kampfhunde oder wie? Ja, ohne Ende, Kampfhunde, 3 Stück. Haben die welche zerfleischt oder wie? Big Mama fehlt immer noch. Ja, du weißt doch, FPS ganz langsam. Ja, aber wo ist... Carlos, wo seid ihr? Oh, da will er. Also, da rechts. Da oben. Seid ihr vor der Villa? Nee. Da kommen die doch. Okay, wir fahren rein, ja, ich sehe euch. Wir sind hinter euch. Jungs, alle aufs Grundstück, rauf! Vorsicht, da sind... Oh, da ist gar keiner bei mir. Doch, da sind Autos, ganz viele. Ja, die bei mir nicht. Dann packen wir hier hin. Pass auf! Lass Treffen erst zusammen dahin laufen. Wem gehört das Haus? Mops Moon, danke für dein Sahab. Willkommen. Das gehört dem Schwarzwasserunternehmen. Unser neues Haus? Wie viele sind wir? Holy shit, man. Der fuck, warum sind wir so viele? Ich hoffe, jeder hat Essen und Trinken bei. Ich hab das vergessen. Oh, ich hab eine Wasserflasche nachher. Na gut, ja. Dann Team. Ich hab 2x Wasser bei nur. Ich hab gar nichts bei. Hey Jungs, pack Wasser da das spitzen Ellbogen an, Mann. Mach durch den scheiß Rasen kaputt, Mann, die haben genug Kohle. Okay. Der Weiße, ey. Die das Kisha hat mich angerufen, ich hab die Null gedrückt. Ich hab jetzt die Bälle, Mann.
Schimmelzahntiger, die Alte. Mit ihrem Bart da, Alter. Scheiße, Mann, ich glaube, Craig hat Kisha sogar noch die Zähne rausgeschossen. Gehen. Also, die kann nicht mehr gut aussehen, Alter. Echt. Hallo, der Kurtis hat uns ganz lieb. Was geht? Hallo. Okay, pass auf, die erste Information, der Bowlers, die lässt zurückgetreten. Fuck, DJ! Ich glaube, die haben keinen Bock auf Krieg mit uns. Keiner will mit uns spielen, Mensch. Wieso? Was? Der Leader ist zurückgetreten. Ja, die haben keinen Bock mit uns zu spielen, Mann. Die haben Angst ein bisschen. Und was macht ihr jetzt? Habt ihr den akquiriert oder was ist mit ihm? Nee. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Die Kisha hat mich gerade angerufen, aber ich habe die Null gedrückt. Fuck my life. Die Wayne ruft mich gerade an. Ich muss mit der reden, damit wir das machen können. Frau Wayne? Wer ist das? Achso, die Mädels Frau Wayne. Die Wärter hat getanzt. Und wenn deine Frau nochmal irgendjemandem von uns anfällt am Waffenshop, ne, dann schmeiß ich dich dann runter in den See. Wer hat wen angefahren? Ja, du weißt. Ja, oder du bist gefahren, ich weiß das nicht. Nee. Du hast sogar noch aus dem Auto geschrien, fang ihn nicht an! Nee, das war oben, das war. Hä? Ich hab, das war ein Zivilist, der mich gefahren hat und ich hab gesagt, der soll euch nicht anfahren. Okay, dann war das ein Zivilist. Mann. Waffenshop, Mann, Alter, das rumgeplärre da mal. Mich hat irgendein Scheißkerl mit einem Affenmaske angefahren, als ich mir gerade einen Bullen krallen wollte. Dicker, Alter. Wollte einfach nur weg, Mann. Ja, warte, Ruhe, ja. Die Wayne kommt jetzt her und dann werden wir unser Anliegen bezüglich des Grundstücks da drüben vorbringen. Wir gehen da rüber. Scheißegal, wie wir die Kohle aufdrehen. Wir gehen da rüber und kaufen den Shit. Und wenn wir kein Geld dafür haben, dann machen wir eine Anzahlung. Damit die da nicht mehr drauf chillen können. Das Ding läuft so. Ja, die Wayne bezahlt das und ihr bezahlt das in Raten bei ihr ab. Ja, so machen wir das. Genau, das mache ich so. Die werden sofort... Die Pisser brauchen hier gar nicht hinziehen, Mann. Die machen nur Katastrophe. Die kamen gerade dahin zu die Blue Man Group. Innerhalb von 5 Sekunden wurde nicht rasiert. Die sollen die Fresse halten. Und vorgestern rufen die uns noch an und sagen, die haben Stress mit der Bruderschaft. Wir sollen denen helfen. Die zwei Polizeichefs sind weg. Welche? Die sind weg. Ich möchte... Du kannst dich ja an unsere Idee erinnern, ne? Ja, halt, der Kuckuck. Kifflum hat mir heute bestätigt, dass der auf der Liste aussteht. Und, pass auf, die Stahlstange und Shepard sind nicht mehr Chiefs. Cool. Sind die einfach zurückgetreten? Ja. Genshi, mein, danke für den Zerhaft. Wie kommt das denn? Ach, das ist doch wieder hier Metagaming, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Glaub mir, 100 Pro. Der vor mir hat eine grüne Gurke überm Kopf. Bist du jetzt neidisch, weil du die grüne Gurke nicht hast, ne? Kurz telefonieren. Mensch, hallo? Weil die gestern auf uns geschossen haben, die Pisser. Gut, das zählt das trotzdem noch. Was denn? Na klar zählt das trotzdem noch. Ja, okay. Sehr schön, ich hab was gegen. Aber ich glaube, wir kriegen das Geld nicht mehr. Das ist ja egal. Das ist egal. Ich mach das auch so, Mann, weißt du, wie auf der... Ja? Wann kommt der Kuckuck? Das ist der Kuckuck, die Dumba. Ja, ich weiß, wann kommt der? Frank Colone, danke schön für dein Zimmer. Ja, genau. Hier war gerade schon mal ein Uhu. Uhu. Nee, das war der preußische Schneeeule, war das. Was so geil. Jungs, wir müssen in die Hut. Nee, wir müssen nicht in die Hut. Ich mag den Uhu. Weil der Uhu. Ich soll ein Auto kommen. Genau den. Oh. Wo ist der? ich hab mein Flöte ausgepackt. Dankeschön, Frank, für das Kompliment. Hast du eine Block? Du bist eine Pfeife aus dem Block, also eine Blockflöte. Wow. Mal, der Lenschi bleibt heute immer wichtig, ne? Der telefoniert gar nicht. Warte, geht das da tief runter? Mach mal ein neues Foto auf Facebook. Ja, recht. Bring mal. Er ist ganz nah an dieser Glasscheibe. Bei sowas passiert manchmal Unfälle. Mach mal ein neues Profilbild für Facebook für den. Fotografier den mal. Lynch gehört Scheiße, die Stadt. Mann, wenn wir den Deal nicht haben, wir brauchen Kohle, Mann. Ja, aber Kurt, ist das gemacht, wäre so gratis. Ja, aber wir brauchen trotzdem Kohle. Wir brauchen trotzdem Kohle, Mann. Ah, okay. Vielleicht findet sich ja noch eine andere Lösung. Vielleicht den Chef vom FIB? Wir
möchte erst mal gucken, wie die Blue Man Group drauf ist, weil die gefällt mir, die aggressive Art von denen. Aber auch ein bisschen dumm, ne? Guck mal, da hinten wohnen wir. Das passt aber ja auch zu uns. Oh. Da, wo nicht der Licht leuchtet. Die sind ein bisschen noch zu dumm. Ein bisschen mehr dumm als wir. Ja, die sind aggressiv, Mann. Das ist ganz ehrlich, ne? Bisschen ich hab zu... mit denen rumgeschossen, ja. Vorhin, ne? Die sind ja, sag ruhig, was du denkst, Mann. Ja, das war schon wieder... Das hab ich Demba erzählt. Die haben halt bewusst jemanden einfach überfahren. Die sind halt wirklich zu gefährlich in dem Sinne. Nee, bewusst haben die das nicht gemacht. Oder gut, kann man nicht sagen, bewusst. Ja, dann war es halt wieder ein Käfer. Ich hab wieder verpeilt, dir anzurufen, weil wir hatten ein bisschen zu viel Stress. Ja, aber du hast ja gesehen, was wir für Stress hatten. Ich hab zu viel Geld. Ja, ja. Ich halte an, auf einmal tauchen die mit 20... Warum humpelt die so? Hat die ein Holzbein? Wohl ja aus Gold. Massives Gold ist schwer. Warum hat immer noch diese Gurgel über dem Kopf? Wer denn? Guck mal, die ignoriert uns einfach. Ja. Psst, Güffi, halt deine Schnauze. Denbei, du musst Dicke? Kurz Paranet machen. Ja. Wow. Du hast den Gurke über Kopf, bei Big Mama. Der Gurkenmann. Ich pack den Gurke gleich mal wirklich aus. Komisch. Ja, aber das ist meinst so du klein. Den Salatgurke oder den kleinen Pickel? Den großen Gewürzgurke mit den scharfen. Gewürzgurken sind nicht groß, aber ist okay. Aber die sind dick und stinken. Hey, ja, genau. Die sind größer und dicker, ihr Idiot. Was, ey. Unglaublich. Ja, dann zeig doch mal einen Salatgurke, aber lass die Hose oben. Ja, okay, guck mal. Salatgurke ist so. Ja. Ja. Und Gewürzgurke ist so. Wie war der Salatgurke? Mach das nicht, der klaut dein Portemonnaie. Ja, ich weiß. Ich habe auch Geld bei der Penner, das weiß er ganz genau. Vergiss es. Ey, Jungs, mach das mal den Trick da. Sag ich mal so den Zaubertrick. So war die Salatgurke. Ich teile jetzt die Toffifees. Curtis? Ja, Herr Bieter? Kommst du mal kurz mit zu dem Gespräch? Welche, also, warum nicht alle? Nee, einfach nur, einfach damit wir das klären, du kannst es ja deinen Leuten dann sagen. Das ist aber nicht unsere Art, Lynch. Oh, dann bringt alle mit. Let's go, boys. Mein Gott. Aber warte, wir schubsen, Jungs, das ist Geländer, ne? Ruhe. Ja. Frau Wayne, hallo, du wunderhübsche Frau. Wir sind wie ein Kindergarten, tut mir leid. Alles kommt klar. Frau Wayne, Folgendes hat sich ergeben. Erstens, ich war vorhin in der Besprechung bei dem Polizeidepartement und die haben zwei Polizeichefs abgesetzt. Was ein Zufall. Das ist auch das, was... Also Stahlstange und Shepard sind nicht mehr Polizeichefs. Die sind da wohl noch im Dienst, aber nicht mehr auf der Position, auf der sie da vorher waren. Es also werden auch Veränderungen. Sie wurden wohl degradiert oder sind zurückgetreten. Riecht hier irgendwie ziemlich nach Matt. Sind die zurückgetreten oder wurden die zurückgetreten? Ich kann das nicht genau sagen, mir wurde nur gesagt, dass sie nicht mehr tief sind. Also ist der Kuckuck dir geplatzt? Der ist, genau das wollte ich damit sagen, der Deal ist jetzt erstmal geplatzt. Scheiße, aber, Jungs, wir sind immer nur arm. Wow. Scheiße, Mann. Aber dafür können wir ja jetzt die, dafür können wir jetzt die Alternativvorschläge, ja. Frau Wayne, der gute Curtis hat mir gesagt, dass sie eventuell in finanzielle Verstrickungen mit der Ballers-Gruppe irgendwie involviert sind. Gibt's da irgendwas? Sie nennen sich noch auch die Frau Smith. Frau Smith. Jennifer? Ah, ach so, ja. Die ja, mit ja. Den, ja, ich weiß wer. Ja, die mit dem netten Mustern auf der Brust. Ja. Die hat tatsächlich da Geld in die Ballers reingesteckt, ungefähr 15 Millionen. Okay. Das ist ja gar nichts, Mann. Nee. Okay, was? Das hat die damals gemacht. Mhm. Aber die ist jetzt nicht mehr da. Richtig. Also ich hab damit nichts kein zu Geld tun. Mehr rein. Okay, ich verstehe. Exakt. Der Geldhahn muss zugedreht werden bei denen. Okay, dann der ist schon zu. Der ist zu. Das ist der erste, das wir hatten. Und das zweite ist, Frau Wayne, wir haben ein kleines Problemchen mit den Nachbarn. Mhm. Die sind immer so laut, Mann. Ja, die sind nicht nur laut, sondern die sind auch extrem problematisch in ihrer Art und Weise, uns gegenüberzutreten. Also wir haben gestern uns vorgestellt da drüben und das ist vermutlich die russische Mafia. Und die russische Mafia hat einen relativ speziellen Umgang, den wir so nicht gut finden. Trinken die zu viel Wodka? Na, ich weiß nicht, ob die betrunken waren, aber ich habe zwischenzeitlich gedacht, das sind Italiener. Also es ist ganz merkwürdig.
Also die italienische Russenmafia. Die italienische Russenmafia. Das war ganz schwierig. Und der Herr Kusch hat mir gesagt, Mensch, Lenchi Boy, sagt er, ich würde gerne investieren. Und ich weiß nicht, inwiefern die bürokratischen Abwicklungen bezüglich des Grundstücks da drüben schon getroffen sind, aber gar nicht. Herr Kusch würde das gerne besitzen, das Grundstück. Also die Grove Street, ne? Ja, also die Jungs wollen das Grundstück da drüben haben. Wenn das geht, $20 pro Monat, so 300 Jahre. 19% Zinsen. Aber unsere Nachkommen und dann sind die danach auch noch. Ja. Ja, dann können die Kindeskinder das noch bezahlen. Aber das groß. Ich will, um da ein bisschen Dialog zu schaffen. Ich meine, ich kenne Curtis, ich weiß, dass sie wissen, was sie da tun. Und ich würde vorschlagen, dass sie das Grundstück eventuell so vermarkten, wie sie das hier an mich vermarktet haben. Sie machen eine Ermittlung der Umsätze. Slevin, ist das wichtig? Theo, der soll kurz warten. Entschuldigen Sie. Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, dass Sie das so vertreiben, das Grundstück da drüben an die Grove Street, wie Sie das hier an mich vertrieben haben, nämlich Sie sagen, okay, 100, 150 Millionen, den Wert können Sie, habe ich, einschätzen, eventuell nochmal ein Gutachter drüber laufen lassen. Mhm. Das wird ja ähnlich sein, vermutlich. Ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr wegen dem Tennisplatz, ne? Mhm. Kann ja sein, 200, aber das ist überhaupt kein Problem, weil diese Ratenvereinbarung kann man ja machen und dann wird gesagt, hey, 5 oder 10 Millionen die Woche müssen rübergehen, da müssen die Jungs da ein bisschen anpacken und dann kann das gemacht werden. Wäre das in Ordnung? Müsste ich prüfen lassen. Die Sache ist natürlich, dass die Grove Street natürlich schon einige Ansprüche auf gewisse Gebäude hat und ja, das stimmt. Das ist, also was habt ihr denn schon? Wir haben gern. Achso, du meinst den in der Dorfmund. Ihr habt quasi ja schon einen Straßenzug euch ausgesucht und die Frage ist natürlich, wenn das ist prinzipiell frei, das Grundstück. Und da müssen wir natürlich gucken, dass jeder ein Recht hat, auch natürlich auf ein Grundstück. Hm. Hast du eine Idee, Curtis? Ja, hör, Moment, warte. Ja. Otto, hörst du mich? Ja. Otto, du hattest doch Geburtstag, ne? Ja. Soll ich dir eine Villa schenken? Was sagst du? Ich hab meinen Schrottplatz. Ja, aber ich schenk dir eine Villa, ohne Witz jetzt, kein Scherz. Ja, nein, das brauchen wir nicht, wir haben was anderes geplant. Was denn? Dasselbe Problematik, wenn das der Otto Mangold ist. Der Mangold hat ja auch eine eigene. Okay, dann finde ich einen anderen, heute wünsche ich dir was. Tschüss. Okay, wir werden nur so finden. Was ist denn mit Raúl González? Ich wollte auch gerade sagen, was mit Gonzi, der wollte doch. Ja, so stimmt, Mann! Holy shit, Mann! Ja, warte mal ab jetzt. Fabio González hat doch sogar ein Unternehmen, oder? Dieses Entertainment. Müsste er bald haben. Warte, Ruhe bitte. Raúl González? Ja, was kann ich für? Du bist doch mein Freund, ne? Ja, natürlich. Und letztes Mal hast du mein Fahrrad geflickt, den Reifen und die Kette wieder reingemacht, ne? Und aufgepumpt, ja. Und aufgepumpt. Ich schenk dir heute eine Villa, okay? Ja, gerne. Was denn? Ja, gerne. Oben, gegenüber vom Schwarzwasser. Wir übernehmen die Kosten. Gehört dir. Okay, was muss ich dafür tun? Nichts musst du tun. Einfach einziehen, ein bisschen Party machen. Okay? Spielen lassen, Mann. Wie sieht's mit Bezahlung aus, oder was? Ja, wir machen die Bezahlung. Das gehört dir. Okay, ja, weiß ich Bescheid. Alles klar, Raúl. Jo, danke. Ciao. Okay, Raúl González will das nehmen gerne. Er hat bisschen gezittert in der Stimme, aber ich glaube, der nimmt das. Aber er muss Spaß am Ballplatz hinbauen. Ja. Also würden sozusagen die Kosten haben. Von. Also die. Also. Wir teilen uns auch die Kosten mit Raúl, 100%, ich meine. Ja. Ja, er macht 9,1 Millionen. Herr González ist ja wahrscheinlich noch nicht mit einem Grundstück vertreten und das Unternehmen, was er gründen wollte, ist da ja dann auch wahrscheinlich eine Variante. Und so haben wir die Problematik ist wieder, dass wir quasi Interesse an dieses Grundstück schon bekündet haben, als wer er denn? Der Erste. Wer denn? Die Herrschaften da drüben. Italienische ja, aber wenn wir davon überzeugen, dass das eventuell nicht der beste Siedlungsplatz für sie ist. Und dann, wenn sie die natürlich überzeugen, dann ist das kein Problem. Alles klar, Frau Wayne, dann... Larry, 6523, danke für den Sub, mein Freund. Dann,
Entweder warten Sie hier kurz oder. Ja, ich warte einfach kurz. Ich hätte gerne Kaffee. Cross, komm mit. Okay. Ich dachte, das ist ein Witz, aber wir machen das jetzt ja wirklich. Na klar, Mann. Wir beten, die höflich auszuziehen. Und was ist, wenn die Nein sagen? Dann kann das sein, dass der Du und Hans in eine Wüste vergraben wird. Scheiße, Mann, die Noten hau ich aber nur in Gonzales, wenn er weg dann. Rollers inklusive. Richtig, was sagst du? Meine Freunde. Rollers sind da. Ich hab ist nicht schlimm. Ich bin damit beauftragt, die Leute zu zählen. Der kann uns also gleich einen Bericht geben. Ja, wir müssen mal gucken. Wartet mal bitte hinter dem Tor. Wartet mal hinter dem Tor. Hinter dem Tor, nicht, dass es jetzt gleich wie Kevin allein zu Hause, ja? Was? Gar nicht, meine Leute, ja. Wenn die das nicht mit. Warte mal, wo ist die Frau Emmy? Da. Aber heißt das jetzt nur, weil die eher Interesse daran haben, dass sie das kriegen? Müssen die keine Frist. Die müssen doch eine Frist einhalten. Ja, genau. Also es geht natürlich darum, wer als erstes Interesse bekundet, hat natürlich die Möglichkeit, auch das zu kaufen. Wir ja, aber wenn wir doch jetzt fragen. Kein Makler der Welt schlägt so ein Angebot aus. Du kriegst sofort Cash auf die Hand von uns, sofort. Kein Problem. Mal gucken, wer das die meiste Kohle hat. Wir zahlen der meistbietende gewinnt immer bei sowas. Leider geht es hierbei rum, fair zu bleiben und allen die Möglichkeit geben, das zu ermöglichen, was sie gerne hätten. Ich rede jetzt mal da drüben kurz im Dialog und da sind 10, also ungefähr 10 Ballers und halt die Russen noch. Geil, Mann. Ja. Ballers, wie geht das denn? Ja, aber wenn doch Ballers. Die Frau Emily sagt, das geht so oder so nicht, weil die werden jetzt nicht sagen, wir ziehen aus, werden die nicht. Wir müssen die damit. Wenn ihr die dazu überzeugt, auszuziehen, ein anderes Konflikt werden die nicht tun, werden die nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden. Haben wir nicht Überzeugungskraft? Naja, das Problem ist halt, die. Also. Fuck, Mann. Geld nicht, kein Ausweg draußen. Ich habe jetzt gedacht, der meistbietende gewinnt. Na, das ist schwierig, ne? Das ist halt ein bisschen unfair. Ja, aber weil es ist generell so, dass es nicht um Geld gehen sollte, wenn du sowas holst. Exakt. Ja. Aber gut, wenn die Spannungen Tyrone? Hier oben zu groß wären, wie das ist doch. Ich weiß nicht, ob es war, scouten die schon irgendwo die Border. Recht, ne? Wenn Spannungen zu groß sind hier oben. Nee, war hier Chaos, aber die Spannung. Dann kann man das natürlich auch spannend klären. Ja, aber Frau Emily, so kann man doch gar kein Geld verdienen. Ich gehe jetzt ganz kurz mal rüber und versuche mal ein neutrales Gespräch mit denen zu suchen. Mir geht es nicht darum, Geld zu verdienen. Also okay, pass auf, Lench. Ja. Geh da rüber, red mit denen, du kannst das ja am besten von uns sowieso, weil wir alle doof sind. Und ich kann auch noch ein Alternativgrundstück anbieten. Das hier ja, das Problem geht nur, es geht nur darum, dass hier oben ein Konflikt entsteht, weil die da drüben halt die russische Mafia sind. Ja, richtig, deswegen könnte ich halt ein Alternativgrundstück für die anbieten. Das wäre eine interessante Sache. Ja, dann müssen Sache. Wir die Frau Emily mitnehmen. Weil das kann das passieren, dass jemand vergraben wird. Was denn? Mitgehen soll und Herr Lensch auch ohne Begleitung? Ja. Ich glaube, also, wenn wir auftauchen, dann fängt das Blut an zu kucheln. Ja, dann wird noch schlimmer. Lensch, genau. Hast du ein paar Leute von dir hier? Ja, ich habe hier vorne schon welche stehen, die gucken auch die ganze Zeit und haben gezählt. Aber lassen wir uns das mal neutral lösen. Ich nehme jetzt die Frau Wayne mit. Frau Wayne wäre das okay? Na klar. Wir gehen da einfach hin, wir haben nichts, wir werden da keine Aggression zeigen. Worst-Case-Szenario, Tyrone? Ich erschieße alle. Ja. Nein. Tyrone, du rufst mich alle 5 Minuten an. Ich gehe nur kurz ran und sage ja. Ich kann dir eine Waffe geben. Ich habe keine. Irgendwann gehe ich nicht mehr ran und dann weißt du, dass das Signal ist. Wir können auch die ganze Zeit telefonieren, mein Freund. Genau, und Codewort. Ah ja, genau. Du rufst mich an, das Telefon bleibt an und du weißt Bescheid. Ja. Da darfst du aber nicht sprechen. Ja. Mach den Ruf. Okay, let's go. Okay, wir gehen so lang schwimmen. Nein. Nicht schwimmen. Lass dich chillen auf der Wiese. Warum nein? Weil Schwimmen ist dein Klamotten ganz nass und schwer. Ja, aber dann stink ich nicht mehr. Dann wirst du krank. Ich werd nicht krank, ich bin unsterblich. Egal was jetzt ausgeht, wir brauchen so oder so Kohle, wir holen uns Kredit bei dir. Schon wieder, Mann. Doch, ich geh schwimmen jetzt. Aber Curtis, das was mit denn? Den bei Ex-Chiefs, ne, zählt immer noch hoffentlich. Ja, halt zählt auch noch. Weil du weißt, wer Stange ist und was der gemacht hat mit uns. Ja. Ne? Ja, der Pisser. Ja, und Brown, die Grünen hatte mich schon wieder angerufen. Ne? Was sagen die? Dass die anscheinend diese Blue Man Group nichts mit den Ballers zu tun haben. Ja. Aber keine Ahnung, was ich auch sagen. Ich bin froh, wenn der Waffenlieferant kommt, Mann. Ja, ich bin kurz im Kopf drin. Weißt du ungefähr, wann das sein wird? Schon wieder.
Die Kirflam hat vorhin gesagt, bis zum nächsten Wochenende, also morgen oder Montag. Hoffe ich. Morgen oder Montag? Ja, richtig. Zum nächsten Wochenende ist aber noch, kann auch Freitag sein. Nee, nein, nächste Woche. Ach so, das ist okay. Er hat immer noch die Gurke über dem Kopf. Wo ist aber eine Mann. Gurke? Ja. Macht sich die Gurke wuschig? Ja. Das ist Denver, Mann. Das ist nicht Denver. Denver? Denver, bist du das? Ja. Denver, ja. Hast du schon wieder eine Gurke? Nee, ich hab gar keine ganze Gurke. Ganze Zeit diese Gurke. Ach, der hat gar keinen Powernap gemacht, der Affe. Nee, halt er nicht. Die Big Mama kann dich nicht hören, ne? Denver. Die redet sowieso nicht mit mir. Doch, tut sie doch die ganze Zeit schon. Mhm. Ja, die sagt, du hast einen Gurke auf dem Kopf. Was soll ich denn darauf antworten? Wie ist dein Name? Mein Name ist Denver. Du bist doof. Nee. Aber nur ein bisschen. Herr Reese ruft mich an. Yo, Tyrese, Mann. Hallo, Curtis, was bist du zurück aus dem Urlaub, du Kackaffe? Ja, ich bin Prinz von hier in Nigeria. Warum bist du nicht im Funk drinne? Ich bin im Funk, glaube ich. Nee, hey. Was geht ab? Wo seid ihr, Nigga? Dann red im Funk, du Idiot. Alles klar. Denver. Tyrese, hörst du mich? Du musst nochmal neu connecten im Funk. Als nächstes beim Kiffler musst du bestellen, ne? C4 für dich. C4, ja. Ah, oder Handgranaten. Ja, wir hören dich, Cherries. Ja, irgendwas ist explodiert. Okay. Aber wir sind. Weißt du noch, wo die Villa war von Dakota und Kalle? Und ja, ungefähr. Über Sportwagenhändler. Da drüber ist ein ganz großer See. Siehst du den? Super Sportwagen. Nein, Sportwagen, Mann. Ja, den sehe ich. Da drüber ist ein See, da drüber kommt so eine Schleife, ne? Eine Straße. Ja, da sind wir. Fährst du da rein und rechtes Grundstück. Alles klar. Und geh bitte in der Grove Street, kannst du dein Hemd anziehen, falls du das noch nicht gemerkt hast. Und geh dir eine Maske kaufen da. Alles klar. Und komm hier hin, bis gleich. Genau, Harry Cameron. Hat immer noch die Gurke. Das soll mal powernappen, gell? Denver, du sollst powernappen. Ja, aber dann hört man mich wieder 10 Minuten nicht. Nee, Denver, bei powernappen ist das nicht so. Herr Dornkart, was los? Jo. Ja, ja, alles okay, Mann. Was ist los, Mann, Alter? Wirklich, halt Hunger. Sorry, aber manchmal muss ich den Arm bewegen. Heute geht das sehr laut. Ich sag doch nicht dem Igel, der soll für mich eine McDonald's fahren. Spielst du? Ja, so klingt das Bett dann, wenn ich mit Bella da drin bin. Ich muss das mal ölen. Ey, Tom, Mann! Tom, schreib mir, was ich schreib dir bei WhatsApp.
Kann mal einer reden, ich krieg Angst, Mann. Hallo? Wieso ja, so denn? Ruhig, wie bei dieser Paranormal Activity, so, wo 30 Minuten Stille und dann aus dem Nichts kommt sowas aus Wasser oder so. Der kriegt der Jeff Angst. Er ist die Ruhe vor dem Sturm, ne? Denk an Essen und Trinken, ich hab nichts mehr bei. Ich auch nicht. Ich hab noch ein bisschen was. Noch ein Wasser. Kannst du aus dem Pool trinken, Bruder? Ich wollte gerade sagen, hinten noch ist ein Pool, Bruder. Wenn jemand ja, da war die Melanie drin. Oh mein Gott. Ne, das hilft nicht. Da ist ja auch Chlor drin. JPS, danke für dein Sub, mein Freund, und willkommen in der Kuschgegend. Ich krieg das gleich schon. Warte. Bitte? Gleich fängt die Ballerei an, pass auf mal. Glaube ich nicht. Dafür ist der viel zu redegewandt, der Lynch. Der redet immer wie ein Doktor, ne? Mhm. Bei Fragen und Problemen fragen sie den Apotheker und den Medizinmann, wenn irgendwelche oder Nebenwirkungen. Den Lynch. Ja, oder den Lynch. Mal kurz mit Cooper. Was haben wir denn gleich noch für Termine, Curtis? Gar keine mehr. Hä? Du meinst, wir haben so viele? Ja. Ja, ich bin ein bisschen doof. Wir haben der Lugner. J. Pierce, ja, hör. John Player Special. Jungs, ich hab 20 Wasserflaschen noch im Auto drin und 5 mal Pizza. Habt ihr gehört? Okay, dann nicht. Hey Reese, ja. Hier, da wo die Leute stehen, musst du reinfahren. Nee, Mann, Digga. Rechte Seite. Der rastet ja völlig aus. Was macht der? Der ist nervös. Der kann, glaube ich, nicht schwimmen. Der schwimmt wie ein Hund. Gut, Denver, hast du gehört den Schuss? Nee. Bei den Russen, lass mal nachgucken. Ach, da, Jamma, da gab keinen Schuss. Die Russen, Jamma. Wer weiß. Was ist Cooper los? Guck mal, hier ist ein Auto reingefahren gerade. Das ist der Tyrese. Ey, der Herr Horst Dornkart hat gerade nochmal angerufen. Und? Was will der? Er wollte nochmal klarstellen, Alter, dass diese ganze Schießerei, die wir da unten hatten, nichts mit ihm zu tun gehabt hat. Nee, nee. Und dass er davon auch nichts gewusst hat oder so, nicht, dass er, dass wir denken, oh, Alter, dass wir... Hoch. Ey, ey. Ich schaste dich, Alter. Die, Hört ihr bitte auf, rumzutrollen, Jungs, wenn gleich die Ballerei losgeht und wir zur Hälfte kaputt sind, ne? Habt ihr gehört, was ich gesagt hab? Ja, Bruder. Ja. Okay. Pass bitte auf, Mann. Hast du ja gehört, Curtis? Nee. Da sind andere Sachen jetzt wichtiger, gerade Denver. Ja, dass die Blue Dings das Gebäude verlassen und das Schwarzwasser überlassen. Ja, ist doch cool. Und dann, der ist nicht gut. Der Don Edigan und der Don Cutman, Alter, meinte auch noch was mit Frau Grün, Alter, aber die meinte auch nur, dass die Blauen da bei den Ballers oben waren, aber das haben wir schon gewusst, Mann. Ja. Ja. Also sonst hat er nichts weiter gequatscht, er wollte nur klarstellen, dass er damit nichts zu tun hat. Marzler, danke für dein Sub, mein Freund, willkommen. Ich hab ihm auch selber gesagt, Mann, Alter, dass wir ihm eigentlich vertrauen, also ich kenne den auch schon vor lange, Mann. Wo ist denn der Tyrese jetzt? Ja, Tyrese, wo bist du? Ah, da. Da ist der. Guck mal, der ist Sabuk. Wer hat das gerade gesagt mit dem Vertrauen? Wo ist der Tyrese? Da ist der. Komm mal, du bist mit, Bruder. Yo, Tyrese, Bruder, alles fit bei dir, oder was? Ja. Kannst du mich jetzt der Prinz nennen? Wieso der Prinz? Wie der Prinz von Nigeria. Du bist der Prinz von Nigeria, geht, Jungs. Okay. Ja, was geht, ganz mein? Du dummer. Ach, dummer, ich geb dir dummer. Hey, kannst du den Russen da drüben dummer machen? Wo ist ein Russe? Jo, du hast übel viel verpasst, Therese. Ah,
Ich habe ein eigenes Ding gedreht. Ich hatte so eine kleine Armee an meiner Seite. Wie bist du? Du träumst schon wieder ein bisschen, ne? Ich? Hä? Ja, hör. Von dir. Hä? Wie bist du? Bist du? Und nicht von dir. Ich bin Slevin. Okay. Was macht die Big Mama? Telefoniert. Vermisst du den zu Hause? Oder bist du am Telefonieren? Nein, nein. Würstchen. Würstchen. Tyrese ist weg, Mann. Mach mal lieb im Shadrina. Bench gehört. Ja, was soll ich machen? Sollten wir nicht alle 10 Minuten Kuckuck rufen? Ich frag mal den Dings. Wer telefoniert mit dem? Wahrscheinlich wurde er schon lange festgenommen. Oh, habt ihr darüber gemacht, ja? Was im Update? Habt ihr irgendwas vom Lynch gehört? No. Nicht. Tyrone hat mit dem Kontakt. Über 10 Minuten her. Wir okay. haben Kontakt zu Lynch. Nein, nein, wenn da was passiert, wir haben das schon gehört. Ja, richtig. Tyrone ja. hat die ganze Zeit Kontakt. Sag mal, wenn du gleich nur Hälfte in deinem Kopf drin hast und der erste bist, der umfällt, dann hau ich dir mit den Taschen auf die Fresse. Eine Pizza. Hast du da gerade gemacht? Sag ich dir nicht. Nicht oben in dieser Bar, da oben so? Bei den Servos sind man, Alter, was, oh, du, was die alles zu uns sagen, Alter, was du uns nicht ins Gesicht sagst. Oh, noch einen Arm. Wer hat noch einen Arm? Ey, die Kisha hat mich vorhin angerufen, soll ich die mal zurückrufen? Ja, frag mal. Lass mal ja, hin, frag mal, was sie will. Und dann, wenn die doof ist und stinkt am Telefon, drückst du die Kugeln wehgetan haben. Pass auf, die drückt mich eh weg, weil ich die weggedrückt hab vorhin. Die Pisserin. Also, sag dir schöne Grüße von Cooper und Craig. Hast du ein neues Handy? Sag mal, ey, Schimmelzorn-Tiger, was geht ab? Ja. Warum hast du vorhin angerufen? Weil ich wissen wollte, ob man mit euch auch reden kann. Warum wir denn? Ihr habt den Krieg dran gefangen. Ich wollte keinen Krieg, Mann. Du nicht, aber dein scheiß Bruder vom Glatzkopf. Der auch nicht, Mann. Aha, warum habt ihr auf uns geschossen einfach? Wir dachten, ihr habt auf uns geschossen. Wir haben auf ein scheiß Auto ja, in der Wüste irgendwo geschossen, Mann. Mega respektlos gewesen und dann schießt ihr da irgendwo rum. Klar, ja, warum? Nur weil Rakim euch eine Ansage gemacht hat, den TJ. Weil ihr ja, zu oft an der Tanke chillt, Mann. Ich bin nie an deiner scheiß Tanke. Du doch nicht, die andere, Mann. Das war nur wegen Respekt. Wir hängen bei euch auch nicht in der Hut ab. Ja, doch, tagsüber schon. Kommt nee, aber nicht so wie ihr bei uns, Mann. Das wollte Rakim nur klären. Und dann habt ihr rumgeheult wie die Babys, Mann. Jetzt hängt ihr da drüben bei den Russen ab. Ja. Und was machen wir mit dem? Warum stört dich das? Ja, weil die Idioten sind. Ja. Weil der mich vor 3 Tagen anruft, der Don Hansen, der Vollidiot. Wir sollen dem helfen gegen die Bruderschaft. Und jetzt macht er so eine Welle hier. Ich weiß nicht, warum hier alle so eine Welle schieben, Mann. Die, ihr habt angefangen, nicht wir. Ihr habt euch getroffen auf der Straße, wir kamen nur raus. Habt ihr nicht heute einen von uns entführt und so ein Scheiß, Mann? Hat irgendeiner heute jemanden von den Bowlers entführt? Nee. Okay, auf, wir haben das doch mit den anderen zusammen gemacht. Das waren doch hier die Blues. Wer war das? Das waren die blauen Hosen, nicht wir. Die Blues, die haben den Blonden mit den blonden Locken. Die haben den Blonden mit den, keine Ahnung, entführt. Keine Ahnung, ja, in so eine Gang ist das, Mann. Wir haben uns vorhin mit dem getroffen, dann seid ihr aufgetaucht wieder. Okay. Und danach war die Polizei da. Ja, und dann waren die Bullen da. Entführt haben, einfach so. Ja, jetzt habt ihr ja die Quittung bekommen dafür. Was ihr könnt, können wir auch. Habt ihr gesehen? Ja. Einfach schießen? Ja, und was ist jetzt? Ich weiß nicht. Wir uns jetzt die ganze Zeit an, wenn wir uns sehen. Die Russen sind doch eure besten Freunde jetzt. Nee. Wo ist denn TJ? Ist der zurückgetreten, wie ich gehört habe? Ich weiß es nicht, Mann. Das soll er selber entscheiden und dir sagen. Ich habe keine Ahnung. Nicht. Niemand vertraut euch mehr, weil ihr mit den Idioten Russen abhängt. Ich weiß auch, dass der Landschlag drüben bei euch ist. Ja, aber nicht bei mir. Ja, bei den Russen. Ja. Ja. Da ja, supportet die, man unterstützt die, bis die euch ein Messer in den Rücken hauen. Das ist euer Problem, Mann. Wo supporten wir die denn, Mann? Wir haben ihr beschützt die doch wie die Vollidioten. Vor wem denn? Keine Ahnung, vor wem? Vor uns. Und habt ihr denen irgendwas getan? Warum sollten wir die beschützen, Mann? Ja, warum hängt ihr dann den ganzen Tag mit denen ab?
Außer meine eigenen Leute, Mann. Ich verstehe das nicht. Warum hängt ihr dann den ganzen Tag mit denen ab? Gib mir doch Kohle. Ja, sag mal. Wir vorhin in unserer Hut waren und irgendwelche blauen Typen kamen. Ja, da habt ihr große Probleme, siehst du? Ich wurde heute bestimmt 5 Mal angerufen, ob wir verbündet sind. Ich hab zu jedem gesagt, nein, weil wir nicht mehr verbündet sind. Und jetzt greifen euch die Pisser an. Ja. Selber schuld, Kisha. Ja, und was ist jetzt mit uns hier? Was also mit uns? Nicht mit uns zweien, sondern mit allgemein? Ist jetzt Krieg, oder was? Ja, natürlich ist Krieg, Mann. Meinst du, wir lassen einfach auf uns schießen? Ja, ihr habt genauso auf uns geschossen. Wir haben zurückgeschossen, Mann. Wir haben heute nicht zuerst geschossen, ja? Nee, wir haben heute euch nur die Quittung bekommen, damit ihr mal merkt, wie das ist, wenn einfach jemand schießt. Ja, also sind wir quitt. Wir haben trotzdem Krieg. Aber warum? Weil ihr mit den scheiß Russen abhängt. Okay, also stellen dich nur die Russen. Ja, richtig. Und wenn wir die abschmettern, dann ist wieder gut, oder? Dann können wir reden. Okay. Aber ihr redet dann mit Rakim, nicht mit mir. Ich bin voreingenommen. Ja, ich darf eigentlich krieg richtig aufs Maul jetzt dann. Von wem kriegst du denn aufs Maul, Mann? Ja, ich darf nicht mit euch reden. Ich bin nur so ein scheiß kleines. Warum rufst du mich dann an, wenn du nicht mit mir reden darfst? Ja, weil mir. Als ob TJ noch nichts gesagt hat von wegen, jetzt ist Krieg. Ja, die sagen alle, wir müssen aufpassen und so. Aber. Aufpassen, ihr wisst genau, wer wir sind, Mann. Ohne zu übertreiben, ihr wisst das. Und wir nehmen den scheiß Russen auch die Villa weg, interessiert uns nicht. Ja, interessiert mich auch nicht. Siehst du? Trotzdem hängt ihr jeden Tag da ab. Ja, weil wir bei uns nicht safe sind. Weil ihr bei euch nicht safe seid, ne? Weil jeder euch angreift jetzt. Ja, lass mich doch bitte alleine telefonieren, Mann. So. Ihr habt angefangen. Wir haben nur auf sein scheiß Pissauto geschossen. Einmal. Ja. Ja, ist halt eskaliert. Keine Ahnung, Mann. Ich verstehe auch nicht, warum du mich anrufst. Soll TJ sich doch melden? Oder hat der keine Eier in der Hose? Ja, weiß ich nicht. Wenn der jetzt schon zurücktreten will, weiß ich genau, warum der zurücktritt. Weil der genau weiß, dass der keine Chance hat. Ist das jetzt so schlimm, dass ich dich anrufe, ja? Ich mach das heimlich. Aber du sagst, du darfst mich nicht anrufen. Ja, weil ich... Ja? Darf ich ja, warum macht der das denn nicht? Als ob er nicht da drüben sitzt und jeder große Fresse hat. Wir knallen die weg, wir hauen die weg, wir hauen die weg. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Wer ist denn? Ist der Big M da? Wie lange soll ich warten auf die Antwort, Mann? Von denen? Was von denen? Von welcher Antwort? Welcher Leader von euch ist da drüben? Keiner. Wer hat denn bestimmt, dass ihr da hingeht? Ich weiß es nicht. Ich hab bestimmt, dass wir hier hinfahren. Du hast das bestimmt. Also bist du ja auch cool mit denen. Nee. Warum fährst du denn dahin? Ach, ihr versteckt euch da. Ihr versteckt euch also bei den Russen. Ich versteck mich nicht, ich stand gerade vorne. Dann holt ihr schon mal einen Schlafsack, weil ihr werdet da sehr lange bleiben. Nee, ich versteck mich hier nicht. Ja, hoch. Nee. Freunde, ich komm rüber. Alles gut, leider keine Bombe. Du kommst hier nicht rüber. Ja, eben. Du kommst hier nicht rüber. Ich versteck mich nicht. Ja, du brauchst hier nicht rüberkommen. Keine Bonbons, warum nicht? Wie das mit euren russischen Freunden im Griff? Weil die sind auch schon bei den Rockern auf der schwarzen Liste. Ihr werdet sehr viele Probleme kriegen gerade. Und wenn ihr mit denen abhängt, seid ihr im Pool drin. Und wenn du mir jetzt sagst, du hast nichts mit denen zu tun, dann verstehe ich nicht, warum ihr da seid. Hört ihr euch nicht in eure eigene Hut oder was? Ja, in die Hut zurück. Wer da geschossen? Okay, das war ein Schuss. Die. Wer sind die? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wann denn? Wird kein Scheiß, Mann. Ich bin 10 Meter von dir entfernt. 10 Meter. Ja, hä? Bleibt hier. Okay. Bleibt hier. Also ich... Krieg das mit deinen russischen Freunden in den Griff und meld dich wieder. Ja, okay. Komm bitte zurück, Jungs und Mädels. Wird jetzt angekrochen kommen und. Holy shit, man. So eine Schisser. Huh?
Lensch, bevor du irgendwas sagst, nein, mein Freund. Warte kurz. Die Kirche hat mich gerade angerufen. Die sind bei den Russen, weil die Schutz haben. Die verstecken sich da, die Bolas. Damit ihr Bescheid wisst. Die Russen wollen die loswerden. Ich hab keinen Witz. Ich hab gerade mit dem Don gesprochen und der hat gesagt, ey, ich will die hier nicht haben. Die sind Gäste, aber die haben keine. Aber du bist kein Lügner, ne, Lensch? Nein. Warte, dann werde ich das Bündnis jetzt kaputt machen. Dann haben wir nur noch die Russen im Arsch, Klebermann. Die machen eh nichts, die Bowlers. Wo ist die? Ruf also, die. Warte, ich ruf, warte hier, bitte. Hier oben ist aber Frieden, ne? Also hier oben ist kein Überfallscheiß. Lass uns das klären mit den Russen. Überfallscheiß? Wir sind jetzt mit der Blue Man Group unterwegs. Diese verfickte Blue Tank Clan Shitter. Lensch. Hm? Du hast ein bisschen Dreck im Gesicht. Okay, die gehen nicht runter. Ach doch nicht, dann ist das Bad. Pass auf, die Bolas haben mir gerade gesagt, dass der TJ ist nicht da, keine Ahnung, ob der zurücktritt. Der Big M ist nicht da, die suchen das Schutz und verstecken sich da. Das hat die Kisha mir gerade erzählt. Weil die angegriffen werden in der Hut von jeder Seite, von uns, von der Blue Man Group, von allen, Mann. Was ist denn jetzt hier mit den Vagos? Ach, von dem brauchst du nicht reden, da sind 4 Pisser mit gelben T-Shirts, Mann. Mehr okay. Haben die nicht. Alles klar, gut, dann ist das erledigt. Ich habe mit dem Don gesprochen. Der hat mir gesagt, dass die nur Gäste sind und dass die keine festen Freunde oder sowas sind. Nur Gäste und er ist selbst irritiert, dass sie da gerade sind, weil er hat sie nicht eingeladen. Allerdings ist es so, dass er und ich beide der Meinung sind, dass hier oben halt eine ruhige Zone stattfindet. Ja? Also wenn die Ballers da sind oder ihr hier seid und ich habe ihm auch gesagt, dass ich halt zu euch stehe, was das angeht. Ja, das ist nicht irgendwie... Also wenn es hart auf hart kommt, dann stehe ich halt auf der Seite und das sollte er wissen. Und er meinte, dass wir dann versuchen sollten, hier oben eine ruhige Zone zu haben, ja. Wenn ihr irgendwen abknallen wollt oder irgendwen erledigen wollt, dann macht das woanders. Ne, Helen, Chiboy, wir machen das da, wo wir wollen. Ja, wir machen das da, wo wir wollen, aber bitte nicht bei mir im Schlafzimmer. Hey, das Schlafzimmer bleibt frei. Du hältst die Fresse, als ob du da jemals schlafen wirst, Mann. Obwohl, was sagst du? Wir brauchen Kohle. Oh mein Gott. Als ob du das noch nie gemacht hast, Mann. Nee. Tyrone, komm, Markus. Ja. Wo ist denn die, wie heißt die, Wayne? Die ist gerade schon gefahren. Scheiße, Mann, wir wollten Kredit bei dir holen. Kredit? Für was? Wir brauchen Waffen, wir brauchen alles, Mann. Wir müssen die Häuser in der Hut bezahlen bald. Wir haben keine Kohle mehr. Wir brauchen echt ein bisschen Kredit, Mann. Vielleicht und wir reden ja nicht von 2 Millionen oder so. Digga, in Curtin, da quatsch ich nochmal mit Winston mal, Alter. Nein, glaub mir, die hat mehr Kohle. Curtis, denk mal an das andere Thema, ne? Ja, ich spreche gleich an. Hast du die Telefonnummer von Arbeit? Ich hab die, aber ich glaube, wenn ich die anrufe, wird die mir nichts geben. Ja, ich spreche das nochmal an, aber ich kann das jetzt nicht machen. Ach scheiße, ich rufe die gleich selber. Sagen. Pass auf, Lensch, wir haben noch ein Thema. Was denn? Die Jungs gehören alle zu dir hier, ne? Ja, das sind alle meine Jungs. Neu und alt. Von einer Skala bis 1 bis 10, wie sehr magst du den Schlingmann? Ne Zero. Weil der Sigi okay. Hat mir letztes Mal gesagt, der Sigi ist ein Freund von dem und wir sollen den Ruhe lassen. Also mir ist es egal. Nach den letzten Aktionen mit Schlingmann hat er gesagt, wir wollen neutral zueinander stehen. Ich stehe neutral zu dem, mir ist das aber vollkommen egal. Der Kiflom hat uns abgesegnet, dass der... Ja? Hm? Sag du? Oh nein. Oh genau das. Nein. Der genau ist weg, das. Der wird vergraben. Er hat es kapiert. Nein. Wir haben den schon mal entführt, als wir den hier rausgeholt haben. Wir haben zu dem gesagt, piss du noch einmal irgendwelche Leute ans Bein und ziehst die Strafanzeige gegen den Secure Surf nicht zurück, machen wir dich kalt. Da hat der gelacht, ist in den Meer reingesprungen. Wir haben dir eine Chance gegeben. Und jetzt trifft er sich mit dem Bolas, mit der Baronschaft, dem Tikilala und mit dem Vagos und versucht eine Armee aufzubauen. Und jetzt machen wir den Kaltlinch.
Okay, ich, also ich habe keine Beziehung mehr zu ihm, das ist, der Drops ist gelutscht. Macht, was ihr machen wollt, aber sagt mir Bescheid, ich möchte zusehen. Du dreckiger, sadistischer Bressler. Als ob der die Leiche nicht anpackt, wenn der nur warm ist. Wir haben was, wir haben was geplant mit deinem Bagger, ne? Der mag ja, mit deinem Bagger. Sagt mir Bescheid einfach, aber ich habe keinerlei, also von mir ist es, von mir aus, macht, was ihr wollt. Wenn du Slurm bist, schickst du trotzdem was einer zu dir, sagt man. Das ist ja auch du nicht, lass vielleicht ist ja auch nicht. Der ist viel zu alt. Der ist selber schön, Mann. Der Vollidiot. Schuld. Mein ich doch. Ruft ständig an, fragt viele Dinge. Ja, das ist natürlich. Nehmen wir uns nicht ernst. Weil der beim Militär war, das ist der beste Scharfschütze, glaub mir. Ah, ja. Okay, Schade. Schlingmann ist geregelt. Ich muss trotzdem mit Siggi reden. Aber ja, ich glaube, der Siggi sagt, man, solange ich nicht weiß, bin ich nicht scheiß. Ich glaube, du solltest das einfach machen. Ja, ich stimmt, glaube, du stimmt, mit stimmt. Du solltest es einfach stimmt. Tun, ja, aus Respekt zum Siggi, ne? Wegen dem Opa und so. Ja. Und jetzt, ja, hast du, warte mal, warst du vorhin dabei bei diesem Wahlkampf? Zwischen Siggi und Baron? Ich hatte die Kopfschmerzen der Welt, aber oh, ich mein Gott. Am Anfang was gehört. Ich hab den Baron so auseinandergenommen. Was hast du gemacht? Ich hab den gefragt, wie es mit Minderheiten in seiner Firma aussieht, ne? Pass auf, hör auf, warte, warte, nur nicht lachen. Halt dich fest. Und dann erzählt der so einen Wisch von wegen, ja, wir sind ja alle gleich. Wir sind alles Menschen. Und ich sag so zu dem, okay, Mr. Baron. Und auf einmal macht der meinen Akzent nach, ne? Und ich sag zu der Megge, seht ihr, und das meinte ich vor der Rassist. Der hat sich selbst ins Knie geschossen, Mann. Indem der meinen Akzent verarscht hat, der Vollidiot. Der wollte sich lustig über mich machen. Vor der gesammelten Mannschaft. Oh, Mann. Hat der keine Chance. Ah. Fuck my life, Mann. Okay. Ja, gut. Also auf jeden Fall, hier oben ist beruhigte Zone, das wäre cool. Die Borders verstecken sich da aber. Ich kann euch sagen, dass die Russen die da nicht haben wollen. Und die wollen auch keinen Stress, aber die haben auch einfach nicht die Leute dafür für Stress. Also die sind halt einfach unglaublich unbesetzt. Warum machen die dann die Fresser, wenn die keine Leute haben? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Guck mal, da kommt die Blue Man Group, Mann, und zerrasst die einfach die ganzen Leute. Sag mir mal bitte was zu denen. Blue Man Group. Das sind die Blue Tank Clan, nennen die sich. Ja, der Blue Tank. Und ist der neu? Warum sind das so viele? Ja, die sind neu. Ja, die haben sich gegründet. Ja, aber gleich, das sind 12, 10 Leute gleich. Ja, hä? Das und weiß keiner, wo die kommen. Die Ballers waren noch am ersten Tag 20 Leute. Lutsch, das Duplo, bisschen okay, Kredit, du Pisser. Dankeschön für den 1 Dollar. Und die haben wohl vorhin schon einfach Leute überfahren und so eine Scheiße. Also die haben sogar... waren versehen. Ist alles geregelt, wir haben das schon geklärt für euch. Okay, alles gut. Weil der gehörte nämlich zu dem Sigilatin-Firma-Unternehmen. Ja, ja, und der gehört auch zu uns jetzt. Ja, wir haben das geklärt mit dem. Wir sind da hingefahren. Wegen denen verlassen die jetzt ein Gebäude. Ja. Die überlassen übergeben auch den Sigi-Firma das Gebäude extra. Ja. Das haben wir alles eingefädelt. Ist das cool mit euch? Ist das jetzt neutral? Ne, wir, also, was heißt, ja, wir sind neutral, aber die haben schon ein bisschen Angst, so, das wissen die auch. Okay. Deshalb machen die das, was wir sagen. Okay, cool. Dann weiß ich wenigstens, wo. Oder Jungs, sehe ich das falsch? Also, nee, ich denke schon. Die waren cool von mir, der Schützerei, die haben uns geholfen, also mir auf jeden Fall. Die haben dem geholfen, das war der ihr Gebiet. So? Oh, der Jamar, ne? Ja, du dummer, dummer, ich bin dazugekommen. Ich spreche schon wieder zusammen. Oh, nee. Okay. Alles klar, dann, Aber wir haben denen schon klar gemacht, dass Schwarzwasser, ne, unsere Freunde sind, die greifen euch nicht mehr an. Ja, das war, ich glaube, die wussten das auch gar nicht. Ich weiß das nicht, aber niemand greift euch an, Mann. Alles cool. Und auch nicht diese dreckigen Rushby-Zuckerblitz da drüben. Und die Bowler sowieso nicht. Die trauen sich nicht mehr zurück in die Hut. Oh Gott. Hört es? Ja, hä? Kennst du irgendeinen Patrick Jane? Ich glaube, Kennzeichen hat der Skuros oder so. Den wie Pisser kenne ich, ja, was ist mit dem? Ah, warte mal kurz. Was willst du von dem wissen? Das ist nicht der, mit dem ich geboxt habe, im PD? Ja, ja, am PD. Oh, und der ist das sein Ernst? Der nachts in die Grove Street fährt unten im Kreisel und meint, jo, wohnt ihr in die Dove Street? Nicht nur das, der hat auch vorhin auf Rakim geschossen. Ja, ja.
Den schnappen wir uns jetzt als nächstes, würde ich vorschlagen. Wir räumen halt mal ein bisschen auf. Wir machen die einfach alle kaputt, Mann, bis wir alleine in der Stadt drin sind. Ja. Also wenn ihr noch ein paar Leute braucht, ich habe ein paar Bewerbungsgespräche zu machen. For life. Oh, Alter, danke schön, mein Freund. Wollte nur meine Stimme hören. Was denn, sollen wir die entführen und prüfen? Nein, nein, nein. Sag mir einen Namen. Wenn ihr Unterstützung braucht, ruf an. Wir brauchen den Kredit und darum kümmere ich mich jetzt. Okay, alles klar. Mach mal. Cool. Die ist nicht mehr da, fuck man. Gehen wir die zu Hause besuchen, wecken wir die. Alles klar. Gut, dann wollt ihr noch was? So. Ja, den Schutzgeld, Lynch. Wann zahlst du uns endlich das Schutzgeld? Du wirst uns noch brauchen, glaub mir. Ich wie Lentes in Cineminis. Nee, der hat uns einen Vorrat versprochen, der lebenslänglich hält. Aber Center Shocks würde ich noch nehmen. Center Shocks? Wow. Nein, Mann, ja. Wir machen ja grüne Flanellhelme. Wir beschützen euch, helfen euch, dafür seid ihr cool und wir arbeiten zusammen mit Siggi. Genau. Und wir verdienen ein bisschen Geld dabei. Ja, ich habe noch keinen Cent gesehen, Mann. Das kriegen wir schon noch hin. Ich frag die Amelie. Schade dann, dass es mit dieser Brötchensache so verkackt wurde heute. Ansonsten hätte ich 40 Millionen verdient. Ey, wirklich. Ja, war wieder Meta Gaming, ne? 100 Pro, die Chinesen war das. Ja, aber das macht halt keinen Sinn mehr. Also, du musst es halt immer rechtfertigen und jetzt macht es halt keinen Sinn mehr. Und wer hat mir gerade einen Dollar in die Hosentasche gesteckt? Das war der Lynch. Gib dir mal Frankenstein. Ihr und eure scheiß Drogen, Mann. Ich hab noch 6 Kilo im Auto. Ja, hör mal ein ich bisschen. Ich hab noch 6 Kilo im Auto. Na klar, mal den anderen 10 Kilo versteckt die Wrongers. Zum Glück gibt's nicht so viele weibliche Kurps. Ich habe ein beschnittenes Cannabis erhalten. Ey, Herr Wien, Problem, Doktor, soll man nicht unter mir angehen. Was ist das, Judencannabis? Was soll das? Ich wollte es nicht sagen, Mann, weil ich dachte, das wäre zu krass. Da kannst du dir auf deine Hanukkah-Party rauchen, den Shit. Das ist noch das erste Frankenstein, Bruder. Ach, der Lensch ist nur so einer, der beißt auf den Goldtaler drauf. Okay, wir hauen ab, Mann. Okay, mach's gut. Tschüss, Lensch. Ciao. Warte. Tschüss. Jungs, wir hauen ab, Mann. Mach's gut. Oh, Big Mama, ne, du bist echt gefährlich, Mann. Sei froh, dass die Bella hier ist, immer. Was? Nix, schon okay. Tschüss, Lanchi. Bist du jetzt mit der Bella zusammen, oder wie, Curtis? Na klar, Mann. Echt jetzt? Ja. Ja, hat er vorhin schon gesagt. Glückwunsch. Wie Glückwunsch? Ja, alles Gute, dass es läuft zwischen euch. Goofy, halt die Fresse, Mann. Du Spinner. Wird nichts mehr passieren. Aber in die Hut? Ja. Carlos pinkelt sich in den Kopf, sagt er. Wer pinkelt sich in den Kopf? Habt ihr das auch gehört? Ja. Sind wir vollzählig? Denke mal. Wer hat da das falsche Grün? Das ist der Terrys. Aber das sieht nur so aus wegen dem Licht. Dankeschön fürs Aufhalten. Jojo. Tschüss. Die Ballers verstecken sich bei dem Russen. Ja, ich muss mit Rakim reden, Mann. Morgen. Das hätte ich nicht gedacht. Sechs Russen. Und jetzt müsste der Abspann so runtergehen und alle Schauspieler müssen genannt werden und so. Das ist die perfekte Story jetzt so. Holy shit, Mann. Was heute passiert, Mann? Was war das für ein abgefahrener Tag?
Oh! Curtis! Ich wollte mal den Dings testen. Den Stoßschlange. Und hat er den Test bestanden? Ja, er ist ein sehr seriöses Auto. Warum ist die Polizei da? Das ist der Jeff. Was denn? Was ist denn du? Wir warten unten. Hey, aua! Mann, hör doch auf damit jetzt. Tut alles weh. Ich brauch unbedingt noch diesen Raoul. Hört es? Ich brauch noch ein bisschen Geld von der Bank da vorne. Ja, hör, warte. Also, hat Big Mama ATM-Hack? Fehlt. Nein, nein, kein ATM-Hack, Mann. So, wir haben ja genug Geld noch. Brauchst du Kohle? Brauchst du Geld, Mann? Ja, für Waffe, Mann. Was für Taschenlampe, Mann. Ja, aber keine Bock, Mann, auf die Fässer. Und dein Wagen ist im Arsch, Mann. Wie viel Geld brauchst du? Hauen wir jetzt die Bank raus? 32.000 Taschenlampe, da machen wir 60.000. Aber jetzt Money oder was? Können Sie Smart Money geben, Curtis? Braucht noch jemand Geld? Paris, du? Immer, ja, sicher, gib mir Hast Kohle. Du noch Kohle oder nichts mehr? Warte, ich schau mal nach. 77.000. Ja, komm her. Auf Bank. Boah, ein Traum, Bruder, ein Traum. Hallo, was macht der da drin? Ich hab kurz Geld bisschen verteilt, die Jungs hatten nichts mehr. Glaubst du, man kann irgendwann die Bank ausrauben? Fahr mal bitte schnell, ich muss gucken, welches Maximum das Auto fährt. Der Robson ist nicht so froh, danke. Das gibt's nicht. 200, aber bergrunter, ne? Ja, aber das fährt so 180, Mann. Gar nicht mal so schlecht, ne? Und wie lässt sich das lenken? Wie so ein Panzer? Richtig, oder? Ne, nein, richtig gut, Mann. Wo gab's den Wagen? Bei uns, da müssen wir hin, glaube ich. Ja, ja, ja. 200.000 kostet der. Aber wir warten hier an der Ecke, wir fahren einmal durch die Bowlershut. Hast du was mit Schlingmann jetzt geplant oder willst du den suchen, oder? Wir reden da mit Rakim, Mann, das kann ich nicht entscheiden alles. Was ist mit Stahlstange und so? Ja, der ist raus. Ja, wir wollten das ja eben machen. Müssen wir mit Kiflum reden? Wo ist das andere Auto? Wir warten auf den Coop, weil der Coop schmeckt. Dann fahren wir direkt in die Hut im Kreis. Geht noch irgendwas, Curtis? Na hey, jetzt ist vorbei, der Film ist Ende heute. Ja, weil da muss ich schlafen. Hier steht nicht ein einziges Auto, Mann. Die haben alle zu viel Angst, Alter. Die Pisser. Brauch was zu essen? Der tote Nigger, ne, ne? Guck mal, die prügeln sich. Voll Idioten. Jeff, wie heißt das Lied? Warte, ich mach das. Oh man, tut mir leid. Justin Niven, danke für dein Sub. Und Energy CX, man. Kommst du von Ice Poseidon? Wenn ja, man, holy shit, dass du hier bist. Vielen Dank für den Sub, mein Freund. Willkommen, ihr beide.
Ja. So, morgen oder übermorgen kommen Uzzis. Ja, ich hoffe. Hoffen wir alle. Wird so schön, ne? Ey, Mann, du hast das Licht ausgemacht. Zu weit weg. Zu weit weg. Ich hab auch. Jeff, wie hieß das Lied nochmal? Von Scan und El Speaker, Herbalist. Dankeschön. Ich hab das danke. GoPro auch. Stimmt, der Jeff hat das geschrieben und der T-Warner. Dankeschön, Jeff. Ja. Aha. Wer hatte Kopfschmerzen, Demba? Noch ja. Der Cooper, aber wir sind jetzt unten wieder in Kreis. Ich will nämlich dabei sein. Ja, wir hatten noch den Lensch abgecheckt und der Lensch. Ja, also, weil ist einer von den Lensch. Der Lensch muss um 10 wieder arbeiten. Der will dabei zugucken. Tschüss, Jammer. Okay. Gute Nacht, Jammer. Gute Nacht, Jammer. Schlaf gut. Erst geil, wir haben Beef, weil die auf uns geschossen haben. Als sie bei der Russenparty waren, haben die einfach auf uns geballert, deshalb haben wir Beef. Alle da, Mann? Ja. Verdammt stolz auf euch, wie ihr das alles geklärt habt, Mann. Auch dass jetzt welche die Führungsposition übernehmen und, ne? Nicht alles auf Rakim und mich und so, ihr macht das jetzt auch richtig gut. Die Ballerei heute richtig gut, Mann. Bin ja, stolz. Hab ich gut gemacht. Aber wisst ihr was? Du halt die Fresse, Mann, du Prinz. Du kommst heute erst wieder, Mann. Wir haben so viel Scheiße gehabt, Mann, du warst nicht da. Kriegst du direkt in die Fresse für, Mann. So. Digga, du weißt nicht, was ich erlebt hab. Erst du morgen jetzt hin. Curtis ist raus, Mann. Mic drop. Gute Nacht. Ja, Mic drop, Mann. Geht nix mehr. Der Film ist heute Ende, meine Freunde. Der Film ist heute Ende. So viel. Holy shit, Mann. Holy shit, Mann, ich bin fertig und ich hab Hunger. Ich mach mir nur was zu essen. Heute war richtig EP am Start, Mann. So viele Sachen wurden geklärt. Schießerei, alles war dabei, Mann. Heute war extrem gut. Jetzt sag mir nicht, wen ich hosten soll, bitte. Das entscheide ich selber. Dankeschön. Wir haben fast 750 Subscriber erreicht heute. Zwei Stück fehlen nur. Guck mal eben, wenn du da bist. Mir gefällt das, ich liebe das. RP mit Lenz Schwarzwasser. Holy shit, Mann. So gut. Nee, ich schaust dir den Auto nicht. Der ist immer so frech zu uns. Der kommt immer und macht Ärger, ich schaue sie dir niemanden. Der hat das nicht nötig. Mit Pablo habe ich nicht so viel zu tun. Von dem brauchen wir nicht reden. Die scheiß auch, Mann, ich weiß nicht. Die sowieso nicht. Ich schicke euch alle schlafen, meine Freunde. Vielen lieben Dank für den ganzen Support heute. Ne? Ihr wisst Bescheid, Mann. Ich sag das immer wieder. Mojo, alle, jeder, Mann. Subs, alle Subs und so. Ich stelle das jetzt gleich nur ein, dass mit morgen alles vernünftig läuft. Der Tag, wo du zu Lensch OC gesagt hast, deine RP ist scheiße im LSPD, werde ich niemals vergessen. Und da könnt ihr mal sehen, Lensch war einer, der in meinen Augen am Anfang kein Roleplay konnte. Wie gut und wie schnell der sich gedreht hat. Holy shit, man, der lebt den Scheiß, genau wie wir. Ist Daniel da? Ehrlich jetzt? Oh, Daniel ist, okay, wir gehen zu Daniel, Mann. Holy fuck. Ne, Daniel ist nicht da, Mann, der hostet Halifax. Lugenshit. Der ist gar nicht da. Deshalb schicke ich euch schlafen, Mann. Daniel hätte auf jeden Fall Liebe gekriegt. Ich werde niemanden hosten. Geht schlafen, damit ihr fit seid, Mann. Ich habe jetzt noch... Oh nein, die werde ich nicht hosten. Ich habe mit der nichts zu tun und die Replay ist in meinen Augen Katastrophe. Hosten, ja, okay, schicke ich euch zu Stay, Mann.
Der wird wahrscheinlich selber gleich gehen. Wirklich jetzt. Danke, Donation, Subsman, Follower, scheißegal, Herz im Chat, reicht schon, zugucken, reicht schon, Liebe geben, alles, Mann, ihr seid großartig, meine Freunde. Wer hätte gedacht, dass das hier so auslastet, Mann? Ich wünsche euch alle eine wunderschöne gute Nacht. Mir hat gestern, ich glaube, Thielisches hat noch geschrieben, ich soll ein bisschen warten mit dem Host und so, nachdem ich Schuss gesagt habe und dann erst hostet, damit ihr das alles mitkriegt. Also, meine Freunde, schlaft alle gut. Wunderschöne gute Nacht. Seid erholt für morgen. Bleibt gesund. Bleibt clean vor allem, Mann. Und Ussi. Bus driver, this here gal refused to give me her seat. Everybody.